Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, wir bewegen uns hier in einem verlassenen, ja, ich würde es mal sagen, Piratendorf, Stadt vielleicht sogar schon, und müssen uns mal auf den Weg zu dem Turm machen. Da kommen wir raus. Was ich auch hiermit vorhab, da kommen wir raus. Okay, alles klar. Wir nehmen unser übercoolen Enterhaken, Lasso und hoppala. Lassen uns mal ab. Licht da unten. Ui, was ist denn hier los? Heilige Scheiße. Hey, da ist noch mehr von der Kolonie. Ich wollte ja eigentlich zum Turm, aber... Dann bleiben wir mal hier. Ach du fucking Dreck. Jetzt check ich's erst. Da sind wieder ein Haufen von diesen Nadine Rave Clowns. Das war jetzt eigentlich so cool, dass man mal hier nicht rumballern musste. Aber rumballern ist ja auch cool. Was macht der andere da? Der baumelt da rum wie so ein Tamponbantel. Okay, ich habe keinen Bock, die abzuknallen. Jetzt ist er auch da, aber... Sieh mal. Fräulein, Sie haben uns noch nicht gesehen. Das soll auch so bleiben. Okay, halt den Kopf. Okay, Kopf unten halten, das machen wir auch. Ja, ja. Das sind halt leider schon wieder zu viele, um das Problem lautlos über die Bühne zu bringen, weil... 1, 2, 3. Ja, nochmal 3 sieht man nicht. Wenn die 3 tot sind, kommen nochmal 3. Also sind bestimmt wieder 9 bis 10 von diesen Deppen. Komm, wir hüpfen mal da runter. Okay, ein bisschen Aufmerksamkeit haben wir auf uns gezogen, aber... Aha. Genau auf den Scheiß habe ich halt echt überhaupt keinen Bock, dass das so läuft. Also mal schauen. Da liegt... Die Waffe ist mir lieber. Dann spielen wir mit der. Das Scharfschützending ist... Nix für mich. Granaten. Okay, da müssen wir uns einfach schön gemütlich durchschießen. Ich bezweifle, dass ich das auf Anhieb hinbekomme. Wo ist denn da einer da? Den Hammer. Da kommt schon der nächste Clown. Achtung, mal weg hier. Bisschen Munitionsarmut. Ich muss da weg. Ja, das machen wir jetzt auch mal. Wenn ich das noch irgendwie hinbekomme. Oh, ich habe da leider keine Munition. Ach du Scheiße, ich muss den so irgendwie umhauen. Okay, alles klar. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie den Quatsch überleben. Obwohl es danach gar nicht ausschaut. Verdammt, verdammt. Immer diese Schießereien. Warum schießt eigentlich der Bruder so scheiße? Eine wirkliche Hilfe ist der nicht. Der Mord zum Waffe, bringt die mir was? Okay. Da sind wirklich schon wieder andere da gewesen. Bin ich schon tot? Nee. Aber anscheinend gibt es nicht. Wie viel sind es? Ich krieg dauernd was ab. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Da sind 2 da hinten. Schauen wir mal. Hit. Alter, verpiss dich, du Lump! Also,
Ach du, hat mich jetzt erwischt? War ich das selber, oder? Drecksau, echt wahr. Und irgendwo. Sind da noch welche? Der Bruder ist ja weiter in Entdeckung. Haben wir das jetzt mal geschafft? Das waren wohl alle. Gott sei Dank. Das war bestimmt nicht der letzte. Suchen die uns oder den Schatz? Wie ich Rafe kenne. Ja, zum Glück auf Anhieb geschafft. Okay. Hoffentlich ist jetzt wieder mal ein paar Folgen Ruhe mit dieser Schießerei. Gut, gucken wir uns mal hier um. Was da noch so ist. Waffen einsammeln ohne Ende. Ich weiß nicht, wie viel das waren. Ich zähle das nachher mal ab. Das sind mir zu viele. Gut. Dafür sind jetzt die Sinne wieder geschärft. Und wir können weiter auf Suche gehen. Schauen wir mal, wo der Bruder hin ist. Der ist da. Was war da? Ein Hinweis? Brauchen wir den schon? Ich wollte. Das ist doch los. Schaut euch mal das an. Was für ein Trottel. Okay, was sagt der Hinweis? Aha. Scheint in dem Gebäude befindet sich was. Was für uns von Wichtigkeit ist. Mist, noch mehr Shoreliner. Oh Gott. Klasse, wird Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Hat der mich schon entdeckt? Nee. Okay. Dann müssen wir uns da auch irgendwie durchbeißen. Oder hauen die ab? Ich glaube nicht, dass die abhauen. Ja, da ist das Scharfschützending. Okay, wo ist da noch einer? Ja, ich habe halt echt die falsche Waffe für Nahkampf. Und wo ist der depperte Bruder? Echt wahr, das regt mich auf sowas. Das regt mich auf. Wo ist der Bruder? Echt wahr? Das ist so ein Lumpen-Hurensohn. Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Der soll doch wieder in seinen Scheiß, was für sich, in seinen Knast, wo er. Sicher aus dem Knast, der war in Panama. Verrotten, da bin ich ja alleine besser dran. Du bist ein Idiot, echt wahr? Du wirst da runtergeschubst und, weiß ich nicht. Alles klar, genug aufgeregt. Können wir die Waffe mitnehmen? Kann die was besser? Gut. Habe ich das jetzt da dran gemacht? Krotze Fünfwald, da rege ich mich echt auf über sowas. Scheiß Vollidiot. Gammelt da nur rum. Ist wieder das Scharfschützending, oder? Bin mit dem Ding besser dran. Wo ist der Trottel? Soll uns einen Gefallen tun und in den Tod hüpfen. Unwichtiger Kerl da. Geh sterben. So. Es wird die Hass- und Brüllfolge werden. Wir gehen. Wir gehen da, aber da runter gehen wir jetzt. Da haben wir was, ein Hinweis. Das ist das Tagebuch, oder? Ein, oh, Entschuldigung, Mikro purzelt schon wieder durch die Gegend. Was haben wir da? Lesen werde ich das bestimmt nicht.
Vom Matthew. Alles klar, wir haben es ja dabei. Falls es irgendwann mal von Bedeutung ist, dann können wir es uns da nochmal angucken. Alles klar. Können wir da runter? Ja, beherzter Sprung. Geht schon. Gucken wir uns mal hier um. Kommen wir da durch? Nee. Der Itzi-Bitzi-Purzelschrank versperrt uns den Weg. Dann schieben wir mal da lang. Okay. Ist das hoch? Zu hoch zum Springen? Ja. Es ist zu hoch zum Springen. Mal schauen, wie wir nach oben kommen. Beziehungsweise hier. Ist das zu hoch? Oh, ja, natürlich ist dieselbe Höhe. Gut. Wir sind hier. Wenn es nicht runter geht, ohne dass wir drauf gehen, dann eventuell kann man da klettern. Warte mal, auf der anderen Seite schaut das ein bisschen besser aus. Dann können wir da hochklettern. Verpiss dich, echt wahr, verpiss dich. Okay. Wie schaut das aus? Halt, nochmal. Oh nein, ich habe gedacht, der hält sich da fest. Jetzt läuft es gerade gar nicht. Bin noch so voller Rage. Rage. So. Wahrscheinlich können wir uns dann da so dran schwingen. Probieren wir das mal aus. Okay, ja. Das geht dann wirklich. Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay. Also, nein. Ist ja gut, ist ja gut. Komm schon. Und Schwung. Das Hammer. Sehr cool gemacht. Darum. Hoffentlich stürzt der Bruder in den Tod, dass wir den voll offen los sind. Den nichts nutzt. Unnötiger Charakter. Völlige Fehlbesetzung, Vollarschtrottel. Schiebt er echt so einen Hass auf den Deppen? Du könntest das komplette Gebäude zerstören. Hey, hast du sowas schon mal gemacht? Okay. Meine Lieblingsdisziplin geht weiter. Schießen. Wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei bestimmt. Ich habe da so eine... eine Formel schon aufgestellt, es ist die Uncharted-Formel. Anzahl der Gegner mal 4. Minimum. Also das bedeutet 3 mal 4, 3 Gegner, die man sieht, mal 4, macht um die 12 Gegner. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber das weiß ich schon irgendwie seit 30 Folgen nicht. Wir marschieren darauf und das wäre jetzt Quant. Nein, nein, nein. Okay. Eventuell können wir ja den mal lautlos. Och, fuck you, da kommen wir nicht rauf. Ins Jenseits schicken. Hier soll ich anscheinend hier den Haken einsetzen. Gehen wir nochmal rauf. Dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie so rumschwingen. Okay. Wo ist der? Der ist da an der Ecke, oder? Ja, also den können wir direkt mal so erledigen. Das klappt.
Granate mitnehmen. Wo sind die anderen Pimmel hin? Sehe ich gerade gar nicht. Aber die kommen natürlich dann, wenn es gerade gar nicht passt. Oder wenn es am meisten stört. Schau mal. So. Okay, da ist einer. Uah. Der darf nicht schießen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Sie sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Wo muss ich hin? Darüber, hä? Alter. Ach. Ich lande jetzt da drüben mal. Was? Wo muss ich denn hin? Schon darüber, oder? So, und? Mit viel Schwung wird doch das was werden, oder? Auf jeden Fall. Okay, Männer, bleibt wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Alles schön sauber für die Chefin. Und die Chefin ist die dreckigste Schlampe. So. Da ist wieder einer. Da wollen wir mal gucken. Da sind gleich zwei. Schalldämpfer wäre super. Pistole mit Schalldämpfer. Da ist einer, der sieht uns doch natürlich gleich. Vielleicht können wir den schnell ausschalten, den Lümmel da. Achtung. Gleich in Deckung. So war es nicht geplant, aber das passt auch. Sieht er uns? Ist nicht auszuschließen, wenn man so da rumhängt. Achtung, gehen wir mal in Deckung. Das ist wirklich cool gemacht hier, dieses Schleichen und langsam herantasten. Das ist einfach viel mehr so mein Style, wie alles rinnlos umzuschießen. Jetzt gucken wir mal, wo uns dieses schöne Seil hinführt. Okay, dieses schöne Seil führt uns nach oben. Okay, da ist der Depp schon. Bisschen unnötig gewesen. Aber wahrscheinlich hätten wir auch noch weiterspringen können. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Da ist sie. Da sind sie. Fuck, was macht denn ich? Nathan. Einfach mal in den Tod gesprungen. Hab mal das Mikro schon wieder weg. Ich habe keine Befestigung für das Mikro. Hey Männer, bleibt wachsam. Das rutscht immer am Hämmer, dummernannt. Okay. Eins. Aber da habe ich noch einen gesehen. Zwei. Zwei sind hier. Wo ist der? Den können wir da runterwerfen oder den Hals verdrehen. Ui, ui, ui. Achtung, ich bleib mal unten. Aber den können wir auch so schnappen. Oh, fuck, das sind so viele. Okay, das habe ich jetzt selber verbockt. Beziehungsweise es lief jetzt erst ganz gut. Alter, schon wieder so ein Robocop-Terminator oder was das ist. Die sind am allerschlimmsten. Die sterben nämlich so schlecht. Schauen wir mal. Okay, wo ist der nächste Depp? Scheiße, Schrotflinte! Nein, 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 nein. Ja, ja. Ich bin gleich tot, weil dieser dumme, dumme Bruder nichts macht. Er ist so sinnlos in dem Spiel wie Fußpilz, du. Arschgeige. Gut, ich habe mich wieder abgeregt. Wir warten mal ab. Zeit ist eh um. Wenn euch meine Wutausbrüche gefallen haben, lasst doch einen Daumen nach oben da.
Und nächste Folge morgen zwischen 20 und 21 Uhr. Vielen Dank fürs Reinsehen.